Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmeer-Kanal. Und Leute, heute gibt es wieder eine verrückte Challenge. Wir haben was richtig Cooles vor. Was haben wir eigentlich überhaupt vor? Wir werden unsere Körper tauschen. Ja, nee, unsere Klamotten. Genau, wir werden unsere Klamotten heute tauschen. Kleidung, die Switching Clothes Challenge. Und wir haben hier auch schon den Laden eröffnet. Hier sind all unsere Klamotten. Ja, nicht alle, aber einige. Eine Auswahl von unseren Klamotten. Ja. Und es wird wirklich so ablaufen, dass wir jetzt die Klamotten tauschen werden. Aber wie denn? Wer zieht denn was an? Darf man sich das aussuchen? Ich glaube schon. Ich glaube, Khan zieht meine Klamotten an. Okay, also nichts gegen dich, aber okay. Dann, nichts gegen meine Klamotten. Ich würde sagen, dass ich dann Khans Klamotten anziehe und Kati zieht dann Ninas Klamotten an. Ja. So machen wir es. Okay, ich würde starten. Das heißt, ich würde als erstes Katis Klamotten anziehen. Na? Darf ich was für dich aussuchen oder suchst du dir selber aus? Nein, ich suche die selber aus. Okay. Das heißt, du gehst am besten jetzt mal kurz raus, damit okay. Die Überraschung auch größer ist. Du nimmst die Kamera so, und ich suche mir jetzt schon mal was aus. So, Kathi, aber raus. Also das hier sind auf jeden Fall Kathis Klamotten. Ab hier, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich glaube, das sind ja meine. Hier sind noch ein paar andere Sachen. So, also, ich gucke mir das mal an. Was ist das hier? Also nichts gegen Kathi, aber es... Wir haben einmal das hier. Oh, mit Ausschnitt. Ja. Das ist so ein Elefantenkleid. Nee, was ist da Rehe drauf? Sowas mit. Dann haben wir sowas. Oh, ich glaube, bauchfrei sollte ich eher nicht anziehen. Kannst du ruhig tragen. Das würde, glaube ich, vielen nicht gefallen. Dann hier. Oh, ja, ein Rock. Nee, danke. Meine Hose behalte ich lieber dann doch an. Ein rosanes T-Shirt. Was steht da drauf? Top of the Rock New York. Also, das könnte ein bisschen. Was ist das voll klein? Und dann haben wir noch sowas. Was ist das? Ich glaube, das ist so ein Bolero. Das könnte ich, so ein ja, Häkchen. Das könnte ich hier drüber anziehen. Ich überleg mir mal was. Lasst euch überraschen! Schuhe und Hose sind gleich geblieben. Dann, was ist das denn? Ist das dieses Kleid? Ich wollte gerade sagen, Kathi, hast du neue Klamotten? Ja, Kathi hat ein bisschen eine andere Frisur diesmal. Guckt euch das mal an, er hat dieses Bolero an. Ja, du kannst kommen. Ist gut. Ich weiß nicht, ob ich mich so nach draußen jetzt trauen würde. Nichts gegen deinen Modestil, aber... Aber hier so die Farbkombination, das hast du gut kombiniert. Also. Richtig gut, ne? Also ich weiß... Also den Kragen musst du dir eigentlich noch ein bisschen... Ja, natürlich. Ja, mach mal den Kragen richtig. Wie läuft der eigentlich schon wieder rum? Wie läufst du eigentlich schon wieder rum? Ich merke eigentlich auch schon, ich bin mega fett. Also das drückt hier ziemlich, Kathi. Na, also mein Bauch, der springt hier gerade raus. Mit der Brustbehaarung ist es auch nochmal sowas an sich. Aber ich glaube, so könnte ich mal eine Runde irgendwie machen draußen. Fällt eigentlich gar nicht auf, dass es hier Frauen ist. Also guck mal, ich wollte gerade sagen, bin ich Kathi? Bin ich Kathi eigentlich? Ja, ne? Guck mal, hier ist auch noch so ein Band, du kannst das auch noch. Ich finde, ja, super. Also das Kleid, dieses Kleid oder was es ist, das kannst du echt tragen. Dieses Video wird auch binnen 24 Stunden wieder gelöscht. Also ich möchte nicht, dass das irgendjemand sieht. Selbstzerstörung eingeleitet. Selbstzerstörung, oh Gott. Guck mal, jetzt macht sie eben hier noch so ein Schleifchen. So ein Schleifchen vielleicht noch. Also ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier wirklich anders gleich aussieht. So, und deswegen machen wir jetzt weiter. Wer möchte dann als Nächstes? Ich bin als Nächstes, oder Kathi? Du kannst auch. Okay. Wie ihr seht, Khan hat schon mal wieder mein Kleid abgelegt und jetzt ist Nina an der Reihe. Was suchst du dir denn aus von Khan? Ich nehme Khans Klamotten. Das hier ist übrigens meins. Ziehe ich dann vielleicht gleich an? Ich glaube, das ist so das typische Khan-T-Shirt. Das hat er schon ganz oft angehabt. Das ist auch einer seiner Lieblings-T-Shirts. Das ist das Nigeria-Trikot zu der WM. Also ja. Das T-Shirt werde ich anziehen. Und dann hat er hier noch so ein paar, ja, ich sag mal, Jacken dazu getan. Ich glaube, ich werde die Jeansjacke, oder? Die Jeansjacke und das hier anziehen. Und dann verwandle ich mich in Khan. So, Nina, die gleiche Hose wie vorhin, aber ich sehe original aus wie Khan wahrscheinlich. Die Jacke ist eigentlich ganz cool. Die hätte ich mir auch fast gekauft. Die ist ein bisschen groß. Kannst reinkommen und dir das Ergebnis angucken, wie ich jetzt bin ich mal gespannt, wie ich eigentlich aussehe. Ja, genau so. Hey, Khan, Rudi! Alles klar? Ja, ich spiele jetzt für Nigeria. Das glaube ich eher nicht. Ja, war klar, dass du dir mein Nigeria-Trikot aussuchst. Ja, ich dachte, dann, wenn dein Lieblings-T-Shirt, wenn schon, denn schon. Und dann noch die Jeansjacke, sieht gar nicht so Mach schlecht mich aus. Ein bisschen also, ich rein? Muss sagen, Nina, dir steht das irgendwie besser als Khan. Oh! Nee, ja, bei den Schultern musst du noch ein bisschen arbeiten. Ja, nee, die Schultern müssen ein bisschen breiter sein. So vielleicht? Ja, aber sonst geht's eigentlich. Finde ich gar nicht so schlecht, aber trotzdem, ich möchte jetzt meine Sachen zurückhaben. Mir ist auch ein bisschen warm in der Jacke, ehrlich gesagt. So, und jetzt ist eigentlich nur noch Kathi dran, die wahrscheinlich von Nina was anziehen wird, genau. Oder? Yes! Dann machen wir das doch jetzt mal. So, Nina hat hier so einen ziemlich coolen Sommerlook mitgebracht. So was Weißes und dann noch so eine weiße Sportcap dazu. Das werde ich auf jeden Fall jetzt anziehen. Das sieht ganz schön lang aus und ich habe eine kurze Hose, könnte aussehen wie ein Kleid. Könnte aussehen wie ein Kleid, aber, genau. Wird, glaube ich, ganz schick. Okay.
Tada, mein neues Kleid. Es sieht wirklich aus wie ein Kleid, muss ich sagen. Bisschen kurz vielleicht für ein Kleid, aber nicht schlecht. Es sieht cool aus. Ja. Nina, du kannst rein. Wie eine Tennisspielerin. Sieht ja irgendwie auch immer aus wie eine Tennisspielerin. Ja, eine Tennisspielerin, die kein Tennis spielen kann. Ja, ich bin auch ein ganzes Stück größer als Kathi, das liegt wahrscheinlich daran. Das kann auch sein. Aber ich finde, es steht dir ganz gut. Du hast so ein bisschen was von so einer Profi-Tennisspielerin. Also ich wie eine Sportlerin. Also ich muss schon sagen, ihr habt so ein bisschen Sportler-Look, ihr beiden. Jetzt du mit meinem Trikot und du hier mit dem Adidas-Ding. Tennis versus Fußball. Zwei, die nach Sportler aussehen, aber Sport einfach nicht machen können. Wie bitte? Was haben wir da gehört? Jetzt richtig gehört. Körperkläuse sind wir doch gar nicht. Nein, das stimmt. Leute, was sagt ihr zu unserer neuen Challenge hier? Oder zu der neuen? Unsere neue Challenge ist es ja nicht. Es ist eine Challenge. Ich habe meine Klamotten schon wieder. Ich habe mich schon wieder umgezogen. Wohlgefühlt. Ja, ist wohl. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Outfit hier am besten war. Ich weiß auch, wenn es gar nicht. Also eigentlich steht mir alles, oder? Du kannst alles tragen. Ja. Stimmt, auf selbst ein Kartoffelsack. Vielleicht bin ich einer. Leute, wir würden sagen, wir sagen dann tschüss. Stimmt mal ab, welches Outfit findet ihr am besten. Ja, tschüss. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.